Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht weiter, aktuell wieder oder immer noch im Schloss von Bowser unterwegs. Und ja, wir haben schon einiges durchgemacht hier. Wir haben wieder im letzten Part einen Schlüssel bekommen und naja gut, kämpfen wir erstmal gegen einen Hammerbruder. Okay. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wir machen mal ein Superbeben. Bam, 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 bam. Und dann zack. Vielleicht einfach nochmal mit so einem Panzer durchjagen. So einem Cooper-Panzer. Hier der Power-Panzer. Ich glaube, das sollte locker reichen. Perfekt. Düm, düm, düm. Wir sind auch gleich Level up, ne? Ja, 2 Punkte noch. Geil. Sehr schön. Dann sind wir nämlich wieder voll. Das heißt, wir können im nächsten Kampf auch nochmal ordentlich alles raushauen, was wir haben. Weil wir ja dann eh Level up sind. Das ist ja nice. So. Weiter geht's. Was erwartet uns hier? Ich hol mal kurz Watt raus. Denn dann können wir mal ein bisschen nach unsichtbaren Dingen Ausschau halten. Okay. Es geht oben und unten lang. Was haben wir denn oben? Ich fange mal oben an. Düm, düm. Oh, hier geht's ja auch wieder. Okay, wäre egal, wo ich lang gegangen wäre. Es geht oben und es geht wieder unten lang. Okay. Ist das ein Rätsel? Ist das ein Rätsel, ob ich oben oder unten lang gehen soll? Weil jetzt kommen... Ich glaube, wir sind in einem Rätselraum gefangen. Ja. Okay, gibt es irgendwo Indizien? Jetzt bin ich einfach wieder rausgefallen. Ah, ich glaube, hier haben wir es. Das sind, glaube ich, die Indizien. Guck mal, hier steht oben. Also die eine Fackel ist oben, die zwei sind unten, die eine ist oben, unten, oben. Ich glaube, das könnte der Hinweis darauf sein, wo wir lang gehen sollen. Also oben, zweimal unten, einmal oben, einmal unten, einmal oben. Gott, warte mal. Schreibe ich mir mal kurz auf. O, U, U, O, U, O. O, U, O, U, O. Also oben. Wäre jetzt für mich logisch zumindest. Weiß nicht, ob das noch zählt. Zweimal oben. Ah, ne, ist der Kronleuchter. Also oben. Jetzt sollen wir zweimal unten lang gehen. Wäre jetzt so mein Gedanke. Ob das richtig ist, sehen wir gleich. So, jetzt wieder oben. Dann unten und dann noch einmal oben. Bin ich mal gespannt, ob das die richtige Lösung ist und ob wir die auf Anhieb richtig haben. Das wäre natürlich genial. So, jetzt noch einmal oben und dann wird entschieden, ob das richtig war. Und... Jo, geil. So schön, ey. Das sieht mir hier sehr nach Finale aus gerade. Ja, ich meine, wir sind ja auch im Finale, ne? Oh Gott, ja. Wir bekommen hier nochmal ein Herzchen und bestimmt nochmal einen Speicherblock, oder? Das sieht schon sehr nach Finale aus. Die Frage ist... Okay, da steht direkt Prinzessin Peach. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es Prinzessin Peach ist. Das ist bestimmt Kami Cooper. Ich hole mir aber jetzt erstmal noch schnell ein Level ab, Leute. Zack. So. Alter. Ich habe hier nochmal alles erwischt. Okay. Ich hole mir einen... Ja, ich brauche einmal einen Sternsturm. Wenn wir ein Level abbekommen... Heilen sich da unsere Sternpunkte auch? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Egal. Feuer frei. So, und dann lasse ich Bombette nochmal explodieren, würde ich sagen. Bombette. Mega-Bombe. Bam, Alter. Alles weggefetzt.
Schöne Erfahrungspunkte. So, und wir gehen auf... Ich würde ganz ehrlich sagen, wir gehen nochmal auf Leben. Ja. So. Und jetzt. Jetzt reden wir mit Prinzessin Peach. So. Zack. Trotzdem nochmal heilen. Speicherpunkt hat man jetzt aber nicht. Na egal. Okay. Es wird nicht Prinzessin Peach sein. Ich wette, das ist Kami. Hat sich verwandelt oder so. Oh Mario, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin dir ja so dankbar. Oh, ich hab einfach den passenden Moment abgewartet und bin davongelaufen. Du musst gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Ich darf gar nicht durch. Lass uns jetzt nach Hause gehen, ja? Wir sollten den gleichen Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Ich werde dir folgen. Okay, ich kann nichts anderes machen. Ich weiß, dass es eine Falle ist, Leute. Aber ich kann nichts anderes tun. Die schafft es ja nicht mal hinterher zu kommen. Hä? Bin ich zu schnell? Bin doch nicht zu schnell. Bin ich jetzt zu schnell gelaufen? Ah. Wieder so ein komischer Verwandler. Ja. Oh, was? Stimmt was nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl? Ich hab nichts gesehen. Das hast du dir nur eingebildet. Wie? Du willst was? Du möchtest die Leute im Pilzpalast retten? Wen kümmern die schon? Autsch, oh, wie kannst du nur? Du bist so grausam, Mario. Warum willst du mir wehtun? Ich werde dich beim König Bowser verpetzen, dass du so gemein zu mir bist. Nein, aufhören. Bitte nicht. Helft mir, König Bowser. Ah, ich sag, hör auf damit. Nix da. Ach Mist. Ich frag mich, wie du meine Verkleidung durchschaut hast. Sie war perfekt. Ja, dann kann ich nur nichts mehr dagegen tun. Dann muss ich dich eben ordentlich verprügeln. Hä? Aber das ist doch nur so ein Standard-Typi, oder? Also, okay. Es sind 4 Standard-Typis. Und ja, wir bekommen, wenn wir ein Level abbekommen, bekommen wir die Anzeige voll aufgefüllt. Das ist natürlich gut zu wissen. Frage ist, was machen wir jetzt? Vielleicht sollte ich mein Beben langsam mal umrüsten in das Mega-Beben. So, 6 Schaden. Und dann, ja, ich weiß nicht. Ich könnte jetzt ein bisschen Flächenschaden machen. Mit Cooper. Feuerpanzer, let's go. Ja, ich habe mal die 100% geschafft. Wahnsinn. Okay. Er verwandelt sich. Er auch. Und das habe ich geblockt. Ja, dann machen wir nochmal Superbeben und dann habe ich sie doch schon alle besiegt. So, tschüssi, meine Lieben. Wir geben alle keine Erfahrungspunkte mehr. Auch ist das traurig. Mann. Nix bekommen. Aber ich heile mich nochmal kurz. Wartet mal. Miau. Zack. Okay. Kriege ich das irgendwie hin, dass ich meine Orden so ausrüsten kann? Aktive Orden. Ich habe jetzt Superbeben drin. 4 BP. So. Kann ich das irgendwie in den Megabeben? Kostet halt 3 BP mehr. Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob das jetzt so geil ist, dass ich das unbedingt haben möchte. Frage ist, was tue ich dafür raus? Kraftpunkte, Ausweicher, Verteidigung plus. Eispower, Feuerschild. Ich mache den Spion jetzt mal raus. Wir brauchen die Spion-Dinger eh gerade aktuell nicht mehr. Dementsprechend machen wir das einfach mal raus. Und dafür tun wir das Megabeben jetzt rein.
Die Mutter aller Erdbeben. Bin mal gespannt, ob sich das lohnt. Ich hoffe es. So, let's go. Okay, wir sind wieder in einem Tor. Wie in aller Welt bist du so weit in die Festung vorgedrungen. Ich gratuliere, aber ich fürchte, dies ist das Ende deines Abenteuers. Meine Abwehr ist viel besser als die der anderen Wachtore. Deine Glückssträhne ist genau hier zu Ende. Kommt, Jungs! Ach, die schon wieder. Jetzt kommen die Kuba-Brüder. Hi. Ich wette, du hättest nicht gedacht, uns nochmal wiederzusehen, Mario. Du weißt doch noch, wer wir sind, oder? Nee. Was? Ich sagte doch eben, wir sind die Kuba-Brüder, Mario. Wie kannst du uns vergessen? Jetzt werden sie dich so richtig kurz und klein schlagen. Na, möchtest du lieber abhauen, Wurm? Ich sag dir was, wenn du sie schlägst, darfst du passieren. Natürlich hast du keine Chance, aber du kannst es zumindest mal versuchen. Glaub ja nicht, wir hätten nichts dazugelernt. Unsere Kraft übersteigt deine schlimmsten Albträume. Nachdem du uns verprügelt hast, haben wir eine neue Technik erlernt und jeden Tag fleißig trainiert. Wir sind nicht einfach nur die Kuba-Brüder. Wir sind die super ultra hyper giga hyper krassen fetten Banzo Schlonzo Fantastic Bombastico Kuba-Brüder. Pass auf, wie cool wir sind, sein können. Wie? Boah! Hab ich dich, Mario! Das kam unerwartet. Boah! Endlich, jetzt gehörst du mir. Es war ein regelrechter Kampf, dich zu finden, weißt du? Aber heute, nach so langer Zeit, werde ich meine offene Rechnung mit dir begleichen. Er fetzt sie einfach schnell weg. Ist das geil. Es steht dir bevor, Mario. Unser letzter Kampf. Nur einer von uns beiden wird das Kampffeld wieder verlassen. Okay, aber nichts passiert. Er hat sich diesmal nicht verwandelt. Warum nicht, Scanner? Schon wieder Junior Trooper. Mann, der kleine Kerl hat ja immer noch Eierschalen hinter den Ohren. Eisenschalen. 60 KP, Angriffskraft 8, Verteidigung 2, okay. Wow, er hat trainiert. Es scheint, als könnte er jetzt seine Form verändern. Man muss ihn für seine Bemühungen einfach bewundern. Er ist uns bis hierher gefolgt. Was für eine Hingabe. Aber wie ist er überhaupt bis hierher gekommen? Ja, scheint er schon stark zu sein. Naja, gut. Mach mal schön Doppeljump drauf. Oh. Er hat ordentlich Verteidigung. Und macht auch 5 Schaden. Not bad. Okay, was machen wir denn? Aufladen? Aufladen und Multikopfnuss? Wollen wir das so machen? Ihr sagt ja immer, ich soll das machen, ne? Wir machen das mal so. Aber er kann sich jetzt verwandeln. Und aufladen. Umbario wird stärker. Und aufladen. Verdammt. Okay, dann koste hiervon. Ultimative Kraft. Na scheiße. Jetzt hat er den Stachel auf dem Kopf. Das ist richtig schlecht jetzt. Ja, und jetzt? Mann! Was ist denn das jetzt für ein Käse? Ja. Bringt mir halt jetzt super wenig, ne? Okay, ich mache mal den Sternsturm. Kann ich den vom Himmel holen, den Typen? Das ärgert mich gerade so sehr. Ich habe jetzt 3 Runden lang aufgeladen. Und jetzt kann ich nicht angreifen, weil ich halt... Ja, wegen dem Stachel halt, ne? Ich hoffe, das ändert der nochmal seine Form. Au, oh, oh, 8 Schaden. Eieiei. Mal gucken, ob das geht mit der Paralyse.
Aber glaube ich noch nie eingesetzt, oder? Okay, einfach weggeblockt. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Ja, dann muss ich das Mitglied wechseln. Geht ja nicht anders. Geht ja nicht anders. Dann nehme ich Watt. Ja, ist halt jetzt doof. Doof gelaufen. Er macht ja immer 5 Schaden, also... Ich glaube, einen besseren kann man da auch jetzt gar nicht haben. So. Sternsturm, let's go. Ach Mann. Ja, ja, er wäre jetzt halt schon tot, ne? Er wäre einfach schon tot. Hätte ich einen anderen gehabt. Ja, ist einfach doof gelaufen gerade. Zack. Mii, okay, vielleicht etwas anders. Wie wär's damit? Ah, du bist immer noch gut drauf. Okay, jetzt muss ich theoretisch heilen. Ja, ich werde auch heilen. Warte mal, eigentlich reicht das aus, ne? Erfrischung. Wir gehen dann 5 KP und ja. Ja. Ja, ja, ja. Das reicht aus. Gar keine Sternkraft mehr, aber egal. Okay. Jetzt Watt nochmal am Zug. Elektrohieb. Let's go. Nächste Runde machen wir fertig. Hat er sich gerade geheilt? Der Penner. Der hat sich geheilt. Gibt's ja nicht. Ich will mal Megabeben. Bringt bei Boden- und Deckengegnern großen Schaden. Also der hat 2 Verteidigungen, ne? Aber ich glaube, die umgehen wir damit ja auch. Ich will einfach mal gucken, wie stark das Ding ist. Boah, 8 Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Verteidigung mit inbegriffen war. I don't know. Weil vorher haben wir 6 Schaden damit gemacht. Jetzt heilt er sich jede Runde, oder wie? Spinnst du? Naja, komm, machen wir nochmal. Wir gehen dann eh nochmal zurück und heilen uns. Bam. So. Heilt er sich jetzt wieder? Was ist denn das? Was soll das? So, jetzt sollte aber eigentlich ein normaler Jump reichen. Und dann er nochmal und dann haben wir gewonnen. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt hier sollte mit dem Rumgeheile. Jämmerlich. Tschüss. Mann, das hätte ich gerne doppelt gehabt. Schade. Naja. Okay. Goodbye, mein Freund. Mist, Mist, Mist. Glaube ich ja nicht, du hättest gewonnen, Mario. Ich würde ja das nächste Mal bist du sowas von dran. Ich denke, es gibt kein nächstes Mal. Ich denke, das ist der finale Kampf. Huch. Nachdem du den Kerl geschlagen hast, der die Kuba-Brüder geschlagen hat, heißt das, dass du die Kuba-Brüder geschlagen hast? Nein, du hast ihn geschlagen. Er hat sie geschlagen. Aber du hast eigentlich keinen Finger krumm gemacht, um... Das ist zu verwirrend. Okay, gut. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Kerl und den Kuba-Brüdern ist nicht allzu groß. Du darfst passieren. Du wirst es ohnehin nicht schaffen, die hässliche, fette Kröte, König Bowser zu besiegen. Ich lasse dir die Ehre zuteil werden, von König Bowser persönlich geschlagen zu werden. Aber was ist mit Kami? Kami Cooper muss doch auch noch an den Start, oder nicht? Bin ich falsch? Eigentlich nicht. Die haben wir auch noch nicht besiegt. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir heilen uns jetzt hier nochmal. Und dann endet die Folge für heute. Denn das sieht mir hier alles zu sehr nach Finale aus und das würde ich gerne in eine extra Folge reinpacken auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir haben ja zwar jetzt keinen einzigen Sternpunkt mehr, also Sternenergie, aber ich denke, wir kriegen das auch so irgendwie hin. Bin ich mir fast sicher. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario, zum spannenden Finale. Tschüssi, Leute!